Moin Giorno und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um eine Rolle, aber nicht um diese hier und auch nicht um diese hier, denn wir wollen nicht dieses hier werfen. Das ist hier ein Norris Boss Pooper, Shallow. Ich glaube, das hat, der hat ein Wurfgewicht von 4 Gramm ungefähr. Heute wird es Big. Wir wollen solche Kaliber schmeißen. Hier handelt es sich um den DRT Tiny Clash. Davon gibt es recht wenige in Deutschland bzw. in Europa. Die kommen aus Japan und sind sehr, sehr beliebt. Und die werden teilweise echt zu krassen, kranken Preisen bei eBay verscheuert. Wenn man DRT Tiny Clash bei eBay mal eingibt, dann sieht man da beschädigte Köder hier für 300, 400 Dollar über den Tisch gehen. Und absolut heftig. Das Geile bei diesem Köder ist, dass wir hier recht flexibel sind. Man kann die Tauchschaufel hier abnehmen. Wir haben die Möglichkeit hier dieses Schwänzchen hier einmal noch umzudrehen und dann gibt es noch Ersatzschwänze, dass wir quasi den horizontal einsetzen können, den Schwanz hier. Das hier ist eine geile Farbe, so eine Limited Color und das Schöne dabei ist, für trübes Gewässer. Wir haben hier unten so eine dunkle Bauchseite und die Hechte, die haben ihre Augen nach oben gerichtet und sehen dann, wenn sonniges Wetter ist, dann ein dunkleren Kontrast. Oh, die Haken sind sauscharf. Dunkleren Kontrast sehen die Hechte dann und können den Köder dann besser wahrnehmen. Ja, aber über Köder wollen wir gar nicht sprechen. So. Ich unboxe jetzt, einen Moment, etwas frisch geliefertes. Vielleicht habt der eine oder andere sogar auf der Instagram-Story bei mir schon erkannt. Da hatte ich einen kleinen Hinweis schon gegeben. Auf die Daiwa Tatula TW400HL. Die ist es allerdings nicht geworden, aber fast. Öffnen wir den Zauber mal. Kurz das Messer wieder schließen, damit sich keiner verletzt. Und hier haben wir das gute Stück. Wir sehen, es ist die Tatula 300 HSL geworden. So, hier haben wir noch was drin. Kleinen Moment. Da scheint auch noch eine Rechnung drin zu sein. Die nehme ich mal kurz raus. Ich glaube, ihr habt sie nicht gesehen. So. Jetzt dürft ihr auch mitschauen. Und sie ist auch gleich schon bespult. Wie ihr sehen könnt, ich habe sie komplett mit Fluorocarbon bespulen lassen. Wir haben noch ein paar Aufkleber. Und noch ein wenig Fischcandy-Werbung. So. Die vollen 80 Meter Fluorocarbon wurden hierauf gespult in 25 Lips, beziehungsweise dann 12 Kilogramm. Und ja, jetzt wollen wir das gute Stück mal öffnen hier. Ich mache nochmal kurz eine Präsentation hier. Was wir hier sehen können, eine 7,1 Übersetzung. 325 Gramm wiegt die Rolle insgesamt. Wir haben hier eine Bremskraft von 13 Kilo und einen Schnureinzug von 95 cm. Ja, dann mal auf. So, hier haben wir das schöne Teil. Bevor wir uns der Rolle widmen, gucke ich noch einmal kurz hier in den Karton, aber ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwie was Wichtiges haben. Gut, die Rolle in Einzelteilen zerlegt und die Gebrauchsanweisung. Aber das sollte ich auch so schaffen. Die 400er war mir doch ein bisschen zu groß, daher habe ich mich dann für die 300er doch entschieden. Die möchte ich hier benutzen für Ködergewichtsklassen von 50 oder 60
bis 170, 180, ach, die macht hier einiges mit. Also ich kann auch weit drüber gehen und ich würde jetzt aber, glaube ich, keinen Köder fischen, der über 200 Gramm wiegt. Ich halte sie mal so ein bisschen in die Kamera, damit ihr ein bisschen Eindruck bekommt. Wir haben hier echt große Knops. Auch eine laute Bremse hier. Dann nimmt man das schon wahr, wenn man im Drill ist. Und ich halte sie noch mal so in die Kamera. Und doch relativ erschwinglich, ne? Der Preis lässt sich schon sehen. Ja, anfangs wurde die Tatula-Serie für die Schwarzbarschangelei konzipiert. Hier in Deutschland wurde sie gerne für Zander oder auch Hecht genutzt in der Größe 100. Später gab es sie dann auch als 300er-Version. Und das T-Wing-System hier, das sehen wir hier, sieht auch aus wie ein T. Hier kommt die Schnur rein und dieses breite T-Wing-System, das verhindert halt die Reibung an der Schnur. Und ja, dadurch ist die Schnur halt langlebiger und man erreicht auch sogar noch 10% mehr Wurfweite. Das Ganze ist sehr, sehr stabil gebaut. Na klar, muss es ja auch sein bei diesen Big Baits. Hier wurde ein maschinengefrästes, ja, oder CNC-maschinengefrästes Digi-Gear Getriebe eingebaut und echt einen richtig starken Metallkörper hier wurde verbaut. Und ja, wenn sich die Rolle einmal verziehen würde, dann würde ja auch das ganze Getriebe innen drin in Mitleidenschaft gezogen werden. Von daher ist das Ganze sehr gut durchdacht. Und wie ich gerade feststelle hier, beim Öffnen hier des quasi Bügels oder T-Wing-Systems, da kann man feststellen, dass die Rücklaufsperre hier sehr gut und stark eingestellt ist. Wenn wir uns vorstellen hier, wir würden auswerfen, so, keine Ahnung, 150 Gramm, und mitten im Wurf würde die Rücklaufsperre hier einsetzen. Der Köder würde so abrupt ja, gestoppt werden, dann würde wahrscheinlich die Schnur reißen und der Köder fliegt vielleicht sogar über den See und ihr seid ihn los. Und gerade die Swimbaits, das sind doch die etwas kostspieligeren Köder. Das wollen wir natürlich nicht. Also von daher sehr cool gemacht. Wie gesagt, haben wir hier 13 Kilogramm Bremskraft drauf. Damit zieht man einiges aus dem Wasser. Zudem haben wir hier ein salzwasserfestes Kugellager eingebaut, sodass man dann auch am Boden, wo man auch so ein bisschen Salzgehalt im Wasser hat, ja, problemlos angeln können. Zuletzt kann ich noch sagen, dass die wirklich sehr schön in der Hand liegt. Ich habe sehr kleine Hände, aber das ist kein Problem. Das ist wirklich cool. Freue ich mich schon drauf zu angeln. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich die passende Route dazu. Normalerweise bin ich da ja so ein bisschen Japan-Tackle. Huch, jetzt ist mir gerade hier mein Handy von der Ladestation geflogen. So, sorry. Das Handy habe ich in Sicherheit gebracht. Normalerweise bin ich ja eher ein Japan-Tackle-Freak hier und dadurch, dass ich aber noch seit längerer Zeit hier einen Gutschein von ZEG Fishing habe, dachte ich mir, gehe ich nochmal bei dem im Hause shoppen und was es genau geworden ist, werdet ihr in den nächsten Videos dann sehen. Deshalb abonniert diesen Kanal, damit würdet ihr mich kostenlos unterstützen und bei Fragen schreibt mir ja gerne über Instagram. Und jetzt gibt es noch ein bisschen was fürs Auge hier zu sehen von der Rolle. Viel Spaß und bis bald. Ciao.